Wenn im deutschen Fernsehen Stars aus den USA auftreten, hat das für gewöhnlich folgende Gründe. Entweder ihr Karrierehöhepunkt ist schon lange vorbei und ihr Ruhm reicht nicht mehr für das amerikanische Publikum, oder sie hatten tatsächlich gerade einen freien Platz im Terminkalender. Wenn sie dann in deutschen Fernsehshows auftreten, geht auch öfters mal einiges schief. Willkommen bei Wissenswert. Wir zeigen euch heute die peinlichsten Momente von großen US-Stars im deutschen Fernsehen. Beginnen wir mit einer der größten deutschen Fernsehshows aller Zeiten. Wetten, dass. Was die Sendung so beliebt machte, waren nicht nur die ausgefallenen und kuriosen Wetten, sondern insbesondere die Gäste. Immer wieder traten bei Wetten, dass auch große Hollywood-Stars auf, wie zum Beispiel Tom Hanks. Er war vor 7 Jahren Gast in der beliebten Samstagabendshow und blamierte sich dabei ordentlich. Oder besser gesagt, er wurde blamiert. Zusammen mit Halle Berry kam er schon früh als einer der ersten Gäste zu Markus Lanz auf die übergroße Couch. Bei einer Wette, bei der Markus Lanz im Sackhüpfen antreten musste, stand Tom Hanks in der Mitte des TV-Studios mit einer peinlichen Katzenmütze auf dem Kopf und einem sichtlich gedemütigten Blick. Das hat dem Oscar-Preisträger so gar nicht gefallen. Er kritisierte die Sendung kurz nach der Ausstrahlung und beschwerte sich darüber, wie mit ihm umgegangen wurde. Zudem störte ihn auch die Übersetzung, die seiner Meinung nach stark verzögert und teilweise auch gar nicht vorhanden war. Auch Halle Berry hatte mit ihrem Auftritt zu kämpfen und wollte die Sendung sogar vorzeitig verlassen. Denn der vereinbarte Wetteinsatz, sie solle sich die Fingernägel bunt lackieren, wurde einfach kurzerhand umgeändert zu, sie solle ihren Sitznachbarn Oliver Welke küssen. Das Fazit von Hanks und Barry zur Sendung fiel sehr hart aus. Hätte man in den USA so eine Show produziert, wäre man dafür gefeuert worden, sagte Tom Hanks damals der Bild-Zeitung. Als nächstes kommen wir zu einem Auftritt von Paris Hilton bei Germany's Next Topmodel. Ihr Auftritt in der diesjährigen Staffel war zwar nicht peinlich und sie hat sich auch nicht blamiert, jedoch ist das, was hinter den Kulissen über den Auftritt bekannt wurde, durchaus etwas bizarr. Paris Hilton war vor allem in den frühen 2000er Jahren das It-Girl schlechthin. Sie war ein regelrechter Weltstar. Heutzutage ist sie deutlich seltener im Rampenlicht. Doch bei Germany's Next Topmodel trat die 38-jährige Blondine wieder vor die Kameras. Ihr Auftritt in der Serie war eher kurz. Die Mädchen durften ihr Fragen stellen und sie gestalteten zusammen ein Fotoshooting. Doch wie nach der Veröffentlichung der Folge herauskam, soll Paris Hilton, die sich im TV-Beitrag als natürlich und den Mädchen sehr nah gab, eigentlich ganz anders gewesen sein. Die Models durften nicht mal in die Nähe von Paris und wurden dazu gezwungen, Abstand von ihr zu halten. Zudem verspätete sich Paris Hilton auch noch mehrere Stunden und ließ das gesamte Fernsehteam warten, weil sie sich noch zurechtmachen musste. Als sie dann endlich ankam, ließ sie auch noch alle Interviewer wortlos abblitzen. Am Ende gab sie zwar vor der Kamera ein normales Bild ab, hinter den Kulissen war ihr Benehmen allerdings mehr als peinlich. Weiter geht's mit einem anderen Auftritt eines US-Megastars im deutschen Fernsehen, und zwar Jay-Z bei TV Total. Stefan Raab lud den berühmten Rapper und Produzenten vor 10 Jahren in seine Sendung ein und unterhielt sich etwas mit ihm. Ganz ohne Übersetzer redete Raab mit Jay-Z auf Englisch. Doch es kam immer wieder zu kleinen Missverständnissen. Eigentlich wollte Jay-Z ausführlich darüber sprechen, wie er sein neues Album gestaltete. Doch Raab hatte eine andere Idee. Er wollte ein Schimpfwörter-Battle machen, wie damals, als Eminem zu Gast bei TV Total war. Jay-Z hatte jedoch keine Lust. Generell war das ganze Gespräch eher anstrengend zu ertragen, da Raab und Jay-Z teilweise komplett aneinander vorbeiredeten. Zum Schluss kam Raab auf die Idee, zusammen mit einem der größten Hip-Hop-Artists aller Zeiten einen Oktoberfest-Freestyle anzustimmen. Die Idee missfiel Jay-Z sichtlich. Besonders als Raab ihm plötzlich einen Lederhut aufsetzte, wurde seine Miene noch grimmiger. Als Stefan Raab dann sofort zu singen begann und er Jay-Z aufforderte, mal etwas zu freestylen, stoppte ihn dieser erstmal mit den Worten: "Ey, gib mir erstmal ein bisschen Zeit." Als er dann anfing zu rappen, endete Raab den Wiesn-Freestyle sogar noch mit einem Jodeln. Und Jay-Z war zufrieden, dass es endlich vorbei war. US-Stars sind im deutschen Fernsehen eigentlich eine Seltenheit. Doch besonders die Promis, deren Karrierehöhepunkt in den USA bereits seit einigen Jahrzehnten vorbei sind, kommen tatsächlich des Öfteren auch mal im deutschen TV vor. So auch Pamela Anderson. Die ehemalige Baywatch-Nixe war tatsächlich zu Gast in der deutschen Show Promi Big Brother. Ihren Auftritt kann man nur mit einem Wort beschreiben, und zwar peinlich. Das ist, jedoch wie bei vielen anderen in dieser Liste, nicht zwingend ihre Schuld, sondern vor allem die der Moderatoren. Denn als Pamela Anderson von Cindy aus Marzahn und
ihrem Co-Moderator Oliver Pocher auf die Bühne geholt wurde, begann eine Reihe von Peinlichkeiten. Nach der Vorstellung durch die Moderatoren stichelte Pamela Anderson erstmal gegen die Show und meinte zu sich selbst, ich werde echt immer zu den verrücktesten Orten eingeladen. Danach scherzte Oliver Pocher etwas mit der Blondine, bis sie dann von einem Zwischenruf unterbrochen wird. Pam, I love you, ruft eine Frau im Publikum. Als Pamela Anderson sich bedanken will, sieht sie das Plakat, das die Gäste hochhalten und ist sofort verärgert. Als die Zwischenrufe nicht aufhörten, drohte Pocher sogar, die Frau aus dem Publikum zu entfernen. Mit den Worten, können wir hier mal die Schlappe rausschaffen aus dem Publikum? Die ganze Aktion kommentierte Pamela Anderson nur mit den Worten, das ist Deutschland. Auch im Big Brother Container hörte es nicht auf mit Peinlichkeiten. Einige Teilnehmer glaubten nicht, dass sie tatsächlich die echte Pamela Anderson wäre und hielten sie nur für ein Double. Andere, wie Teilnehmer Martin Semmelrogge, schossen völlig den Vogel ab. Er versuchte zum Beispiel, den Baywatch-Star schon kurz nach der ersten Begegnung zu küssen. Auf den Mund. Kommen wir jetzt zu einem TV-Auftritt eines US-Stars, der zwar etwas peinlich ist, aber auch absolut legendär. Für die Filmpremiere von Bad Boys sollte Elton bei TV Total ein Interview mit Will Smith führen. Doch es sollte kein gewöhnliches Interview werden, denn Elton hat sich absichtlich einige Scherzfragen und Aufgaben für den Hollywood-Star überlegt. Und der lässt sich auch gut darauf ein. Zuerst bittet Elton Will Smith darum, dass er ihn Wilhelm Schmidt nennen darf, weil er Smith nicht so gut aussprechen kann. Danach will Elton wissen, wie gut Will Smiths Schauspieltalent wirklich ist und bittet ihn dafür, einige TV-Total-Clips nachzuspielen. Was dann folgt, ist einer der legendärsten TV-Total-Momente. Will Smith beginnt in überraschend guter Art und Weise, Highlights aus dem ASI-TV nachzuspielen. Auch wenn der TV-Auftritt von ihm überhaupt nicht peinlich war, sah sein Management das etwas anders und forderte Elton und die Crew auf, das Interview an der Stelle zu beenden. Obwohl Will Smith eigentlich noch ein Interview von Franz Beckenbauer parodieren sollte, wurde der Auftritt abrupt beendet. Will Smith nahm das Interview lockerer als sein Management und meinte zu ihnen nur, Leute, wir sind hier in Deutschland. Nur 2 Jahre später trat Will Smith übrigens wieder bei TV Total auf. Diesmal wollte Raab mit ihm den Man in Black Song auf der Ukulele spielen. Will Smith war sich auch dafür nicht zu schade und begann zu dem Song zu rappen. Am Ende brachte er Stefan Raab auch noch das legendäre Kopfwackeln bei. Dieser hatte allerdings seine Schwierigkeiten damit, seinen Kopf so lässig zu bewegen. Auch Katy Perry musste, wie bereits Jay-Z und Tom Hanks, im deutschen Fernsehen einiges erdulden. Sie war zu Gast bei der Wetten, dass-Sendung vom Oktober 2010 und spielte dort ihren Song Teenage Dream vor. Ganz im bayerischen Klischee wurde ihr nach dem Auftritt erstmal ein überdimensionales Lebkuchenherz umgehangen mit der Aufschrift für Katy. Doch das war noch nicht genug. Es gab auch noch einen Lederhut für sie. Und als sie ihre Wette verlor, musste sie als Strafe an einem Seil durch das Berliner Olympiastadion schweben. Das ging ihr allerdings zu weit. Sie sagte immer wieder, dass sie das nicht machen wird und flehte Thomas Gottschalk regelrecht an, sie von ihrer Wettschuld zu befreien. Und tatsächlich wurde noch rechtzeitig ein Ersatz für die Sängerin gefunden. So, dass Katy Perry am Ende doch noch verschont blieb. Kommen wir als letztes noch zu einem anderen Wetten, dass-Auftritt, der für viel Frust und Verärgerung sorgte. 2014 war Will Arnett zusammen mit Megan Fox Gast der Sendung. Will Arnett ist in Deutschland eher unbekannt, da er hauptsächlich in den USA als Synchronsprecher für amerikanische Filme, wie zum Beispiel das Lego-Movie, tätig war. Als er 2014 in der Sendung zu Gast war, um seinen neuesten Film Teenage Mutant Ninja Turtles vorzustellen, wusste er noch nicht so recht, worauf er sich da eingelassen hatte. Wie er in einem Interview nach der Sendung erklärte, war der Auftritt für Will Arnett in einer der größten deutschen Fernsehshows äußerst unangenehm. Aber wieso eigentlich? Bei Jimmy Kimmel erklärte Arnett, dass er, wie auch schon Tom Hanks, große Probleme hatte, überhaupt zu verstehen, was Lanz von ihm wollte. Das merkt man Will Arnett auch an. Seine Antworten kamen teilweise deutlich später und er war auch sichtlich verwirrt. Lanz stellte zudem auch immer wieder unangenehme Fragen zu Megan Fox' Schwangerschaft, was ebenfalls zum Unbehagen von Will Arnett beitrug. Am schlimmsten fand er jedoch die Tatsache, dass sein Auftritt insgesamt über 40 Minuten dauerte. 40 Minuten vor einem riesigen Publikum, ohne dass man überhaupt versteht, was eigentlich gerade das Thema ist. Als er die Bühne wieder verlassen konnte, war er, wie er selbst sagt, sehr erleichtert, dass es endlich vorbei ist. Und was sind denn eure Gedanken zu den Auftritten der US-Stars? Wir sind sehr auf eure Kommentare gespannt und sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!
Musik.